Hallo, ihr Hübschen. Oh. Oh je, yeah, Mine. Ich war... Ups. Ich hab... ich hab vorhin Musik gehört, ne? Und hab die... Hab das Ding da nicht ausgemacht. Also da, wo die Boxen dran sind. Ich war nämlich vorher mit meinem Hund ganz hier und hab das irgendwie vergessen. Jetzt habe ich mich gewundert, was hier noch so brummt. Super, Leute, ne? Ich bin gut. Ich bin gut. Yippie. Und ich habe einen Lieblingspullover, auch wenn es so warm ist. Also ich meine, jetzt wird es wieder wärmer draußen. Die Sonne scheint. Und ich bin in meinem schönen Platz hier. Und Jacko liegt da. War ich überhaupt wirklich Gassi? Oder wollte ich Gassi gehen? Oh Leute, ich glaube, ich kriege Alzheimer-Demenz. Nein, das ist in diesem Alter noch kein Alzheimer-Demenz. Das ist nur die Kraft meiner Gedanken. Ich mache mal hier. Ich gebe es zu, ich glaube, ich wollte mit meinem Hund gehen und hat er sich hingelegt zum Schlafen. Und ich hatte Musik gehört und dann habe ich es ausgemacht und wollte eigentlich... Ich glaube, ich wollte gehen. Aber irgendwie war ich beschäftigt mit mir selbst. Ich war ja natürlich wieder voll beschäftigt und mit ein paar Gedanken und ein paar Videos. Ich gebe es zu. Aber es ist halb so wild, Leute. Ich glaube, ich habe eher ein paar Daten noch von da nach da geschoben. Genau, das auch. Ich habe nämlich heute vor meinem PC, der schon sehr voll ist, mit meinen ganzen Videos und Daten und Fotos und so, das alles auf meine externe Festplatte geladen. Ja, hat ein bisschen Zeit gekostet. Und dann habe ich auch ein bisschen einiges gelöscht. Genauso wie von meinem Handy. Nicht ganz so viel. Ja. Und ich habe leider... Der arme Jacko hat sich irgendwie zwei Zecken eingehauen. Eine, die habe ich ganz rausgekriegt. Mit Kopf. Und die andere hat sich irgendwie so festgesetzt, dass der Kopf drin geblieben ist. Sonst habe ich noch nie gehabt. Sonst habe ich immer alles mit Kopf rausgekriegt. Aber er ist ganz tapfer gewesen. Er hat stillgehalten. Trotzdem, also, das ist ja wohl, die sind heutzutage, ich meine, für dieses Jahr sind die dann wohl sehr hartnäckig, diese Zecken. Denn eigentlich fängt er sich sonst keine so ein. Noch habe ich ihn auch gleich eingesprüht. Mit so. Eigentlich kann man auch Kokosnussöl nehmen, Leute. Das ist auch gut für Zecken. Kannst du dich selbst auch mit eincremen, dann bleiben sie weg. Zumindest habe ich sowas gehört. Und das machen auch einige Tierliebhaber. Egal welche, ob du Katze oder Hund hast. So viel dazu. Ja. Ich glaube aber wirklich, dass ich vergessen habe, mit meinem Hund rauszugehen. Die Zecken haben mich wahrscheinlich auch durcheinander gebracht. Ich hatte es dann irgendwie gejuckt. Wobei, die Zecken, die beißen sich ja fest. Da sind ja keine Flöhe oder so. Oder Läuse. Naja. So viel dazu. Ja, sonst weiß ich auch nicht. Komm, ich kann recht sehen. Ach, ich laufe doch eigentlich. Die Nacht, die war auch sehr kurz. Die Nacht, die war so kurz. Ich konnte nicht so gut schlafen. Ach ja, ich kann auch sagen, dass ich vorhin mit noch durch meine Wohnung geweilraucht habe. Geräuchert. Wie auch immer. Nein, ich habe mit Salbei ein bisschen... Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss mal ein bisschen... Naja, egal. Ich habe es mal wieder gemacht. So viel dazu. Sonst gehen wir mit Räucherstäbchen durch. Habe ich da irgendwo noch welche? Naja, ich habe natürlich noch welche. Aber die habe ich... meine, ich glaube, ich habe die jetzt auch schon alle eingepackt. Ich habe ja schon ein paar Kisten noch eingepackt. Also ist das... Das ist nicht wahr. Was man alles so für einen Umzug schon vorher macht, nicht nur vorher. Also ich hätte das ja auch schon, man hätte das auch vielleicht 2 Wochen oder 3 Wochen vorher machen können. Aber ich fange ja schon gleich ein halbes Jahr vorher an, die Kisten zu packen. Ich gebe es zu. Und dann weiß man nicht mehr, wo die Sachen sind oder wo, was weiß ich. Oder ob man die schon eingepackt hat oder verkauft oder verschenkt.
Naja. Halb so wild, das wird ja auch wieder besser irgendwann. Wenn ich dann umgezogen bin, dann habe ich kreative Zusammenstellung und keine kreativen Chaos mehr. Ich glaube es wirklich. Ich glaube daran, Leute. So viel dazu. Oh, jetzt wünsche ich euch wirklich eine schöne Zeit und lasst euch nur so gut gehen, wie es geht. Und genießt die Sonne, wenn es bei euch auch die Sonne scheint. Wenn bei euch die Sonne scheint, genießt sie, bitteschön. Genau. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß noch. Bis nächste Mal.